herzlich willkommen, Freunde der brutalen Folterung. Punkt. Ja. Dann hat durchgenommen. Ja. Man hat es gar nicht glauben können. Ne? Die Fragen haben sich aufgeworfen. Wird man sich noch mal zusammentun? Wollen wir tatsächlich das letzte Kapitel aussitzen oder wollen wir es noch umsetzen? Wir haben uns für die letztere Variante entschieden. Aber unter speziellen Vorzeichen, die ein bisschen anders sind, damit wir auch noch richtig Spaß haben. Genau, wir zocken natürlich Ringed City, das, wie es scheint, letzte Abenteuer im Dark Souls-Universum. Wobei ich ja der Meinung bin, dass das nie ganz so explizit gesagt wurde von Miyazaki und irgendwie er sich vage. Ich habe mal ein Interview gelesen, da hieß es eher so: Ja, mal schauen, jetzt erstmal andere Sachen oder irgendwie so. Aber es war nie so, dass er definitiv gesagt hat, Dark Souls endet hier. Und das wurde dann von vielen Journalisten und Seiten einfach übernommen, als das ist der letzte Teil. Ich würde da dich bitten, als Spielejournalist, da nochmal genau nachzuforschen. Du könntest tatsächlich einer der wenigen sein, die feststellen, dass das gar nicht jemals so gesagt wurde. Ich bin ziemlich sicher, dass er gesagt hat, die Souls-Serie ist damit abgeschlossen. Nee, so also was auch gesagt. Immer das bedeutet, so ist gesagt. Ja was anderes. So hat er es nicht gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es so nicht gesagt hat. Gut, wir werden es nie wissen. Vielleicht findet jemand das Interview oder kann es genau zitieren und die Quelle zurückverfolgen. Ich glaube, es stimmt nicht. Wir haben uns trotzdem eingefunden, um das hier gebührend zu zelebrieren. Denn natürlich, das DLC in alter Tradition muss gezockt werden. Wir zocken, das kann man ja dann auch gerade mal hier zeigen, mit Collins Charakter. Das hat auch einen ganz einfachen Grund für die, die damals immer schon zugeschaut haben. Ja, unser Charakter ist ja mal verreckt und wir haben uns mit Mühe und Not durch den ersten DLC mit so einem Zwischeninteremsspielstand, den wir aus der Cloud gesichert haben, dann retten können. Aber in der Zwischenzeit hatte weder jemand Zeit noch Muße, den ganzen Weg, den man jetzt gehen muss, um zum letzten DLC zu kommen, mit dem Spielstand zu spielen. Soll heißen, bei mir war es jetzt zum Glück so, dass ich das NG Plus privat noch nicht angefangen hatte. Und tatsächlich ist es so, dass der neue Zugang zum letzten Kapitel kurz vor knapp ist, also quasi beim letzten Bonfire vorm finalen Bossfight. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir doch aus der Not in diesem Fall eine Tugend. Wir beide wissen überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir haben es noch keine Sekunde gespielt. Das heißt, wir spielen es jetzt wirklich blind. Zum ersten Mal überhaupt, glaube ich. Zum ersten Mal überhaupt. Wir spielen es blind. Wir sind im normalen New Game. Nicht im New Game, sondern wir sind im Standard-Erstspiel. Und jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie wir hier vorwärts kommen. Also. Genau, ich weiß wirklich fast nichts über Ringed City. Ich habe mir eigentlich auch keine Trailer oder so groß angeguckt. Also ich bin da wirklich jungfräulich. Ja, dazu kann man sagen, ein weiterer Vorteil, dass wir Collins Charakter nehmen, ist, dass wir es auf der Pro zocken mit Patch- und Boost-Modus. Und das macht natürlich die Framerate, wie man hoffentlich auch bei euch zu Hause sieht, schon mal deutlich angenehmer. Also ich würde nicht sagen, dass es konstante 60 Frames sind, aber es ist auf jeden Fall wesentlich geschmeidiger als man es gewohnt ist. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass der Colin, die Flitzpiewe, halt sich einfach mal einen Int-Charakter gebaut hat, also im Prinzip Mage, wo mir völlig die Erfahrungswerte fehlen, weil ich wirklich quasi keine Zaubersprüche benutzt habe, weil ich bin halt ein Typ, der in den Nahkampf dann geht. Weiß also nicht, was das hier zum Beispiel ist. Das kannst du mir dann sagen. Pestilent Mercury ist wahrscheinlich so eine Giftwolke oder was? Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich habe es seitdem auch nicht mehr hin. Entweder greift es, also das ist quasi so Quecksilber. Und es ist gar nicht mal so gut. Ich weiß nicht, ob das die Waffen, also die Rüstung sind. Wir werden es rausgehen. Kannst du ja mal benutzen, Herr beim Gegner. Haben wir hier noch was? Dark Edge? Das ist einfach so ein ordentlicher Wumms. Ah, okay. Und ja, die anderen. Und die anderen kennt man ja. Genau. Das sind eigentlich so Ferndings. Das einmal sind Homing und das sind einmal, ich glaube, ist die stärkste Variante der Seelensperre quasi. Okay. Der Crystal Soul Spear. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also eigentlich nichts. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, von mir aus lass uns direkt reinspringen. Denn, wie gesagt, hier ist das Bonfire. 10 Flaschen, ist das das Höchste? Da gibt's doch mehr. Es kann sein, dass es... Nee, ich guck mal, ich habe ja hier... Also ich habe 14. Ach so, ja. Die 15. habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche das war. Ich glaube, es gibt 15, ne? Die habe ich versäumt. Und das Moonlight Greatsword ist deine Weapon of Choice. Ja, ich liebe das. Das hat ja auch einen Secondary Fire. Genau. Modus, das hat gut. Halt mal gedrückt oder drück mal R2. Musst du, glaube ich... Ja gut, bergauf ist natürlich dann so eine Sache. Aber man soll es sich natürlich nicht kaputt machen. Genau, das geht ordentlich auf die... Ich muss sagen, ich habe wirklich lange kein Souls mehr gespielt. Im Prinzip, seit wir den DLC beendet haben. Und bin jetzt ja momentan so ein bisschen im Zelda-Fieber. Und deshalb kann es sein, dass ich hier ab und zu mal dann vielleicht die falsche Taste drücke oder das Timing so ein bisschen weg ist. Ja. Also nicht wundern, man muss auch erstmal wieder reinkommen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wo man rennt. Du musst auf... Genau, bei mir mit...
Ja, immer mit Kreis, ne? Das stimmt, das Springen kann man einstellen. Es ist wirklich, ich habe jetzt außerdem nichts mehr. Es kommt einem alles. So, also da ist jetzt der Bossfight, genau. Und da ist es aber nicht, du musst noch zurückgehen. Ach Mann. Ich dachte, du wolltest hier noch ein bisschen die Framerate genießen, deswegen habe ich dich nicht korrigiert. Das werde ich mir für spätere Zeitpunkt aufheben. So, hier könntest du jetzt ins NG Plus gehen. Das machen wir aber nicht. Hä? Hä? Geht gar nicht. Nee, ich weiß gar nicht, warum das gerade. Bist du sicher, dass du das? Das geht doch, das geht aber doch bei der Fire, bei der Maiden. Ach so. Okay. Da kann man das ja starten. Eine neue Reise beginnen, das heißt. Weißt du denn, wo ich hin muss? Ja, du musst zurück. Den ganzen Weg wieder zurück zu dem Leuchtfeuer, wo du eben gerastet hast. Ach so. Ja, ja. Da ist ein zweites Leuchtfeuer und da geht's nämlich rein. Also, ich habe es auch nicht gesehen. Alles, was ich davon mitbekommen habe, ist das im Prinzip, was Sebastian hier für Game 2, der hat das Ganze in so einem DLC-Special eben auch durchgezockt. Und er sagte einfach nur, das wäre höllisch schwer. Er hat es aber auch NG Plus gespielt. Also, schauen wir einfach mal. Er meint, da wären richtige Abfuck-Momente. Und ich habe natürlich den Bericht gesehen und habe mir den Text durchgelesen und so weiter und so fort, was man halt dann machen muss. Auch wenn man es nicht möchte, aber ja, ich gehe jetzt auch sehr jungfräulich an die Kiste. Wieso hast du den denn nicht an? Weil ich den ja auch nur gezielt brauche oder gezielt nutze. Also ich nehme die, je nach Boss, also bei mir ändert sich die Konfiguration je nach Gegner. Mhm. Wenn du das halt, also es ist immer zum Beispiel ganz gut, ich nehme immer gerne, wenn ich jetzt mal. Deswegen bin ich auch relativ hoch, ich bin schon 159, weil ich ziemlich viel so einfach mal Leuten geholfen habe. Weil du halt einfach bei Bossgegnern. Und da ist es immer sehr praktisch, weil was? Woran erkennt man einen Mage? Woran erkennt. Nee. Woran komm. Ach, egal. Bring so, was? Hier hin? Nee, da, geh mal weiter. Da unten müsst ihr jetzt da. Oh. Das ist neu und hier sollte es, glaube ich, jetzt in die Ring City gehen. Woran erkennt man jemanden, der nicht PvP spielt? Er ist ein Mage. Ja. Oder einfach verdammt gut. Ja, gut, das habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht macht mir da die Erfahrung. Schauen wir mal, was wir hier an Statistiken. Ich weiß gar nicht, beim Tag der freien Schelle war, glaube ich, Dennis, der war ein bisschen imbar. Was ist unser Trip? Na, wir wollten das nicht übertreiben, aber er hatte eine relativ gute. Ich weiß es gar nicht. So, jetzt geht's. Okay, das ist jetzt. Das ist jetzt the real thing hier, ne? So, ich nüchtern los. Da ich jetzt halt auch wirklich nichts weiß, möchte ich auch keine Beschwerden darüber haben, dass ich irgendwie dumm die Ecken abchecke, weil so mache ich das nun mal, ja, ne? So läuft das bei mir. Wenn ich Dark Souls spiele, dann wird wirklich jedes Buch, jeder Stein, jedes Regal wird untersucht, weil man will ja nicht irgendwas verpassen. Außerdem gehe ich auch sehr langsam voran, weil man will ja nicht in eine Falle tappen. Aber das ist geil. Guck dich mal um. Ist das jetzt irgendwie. Sieht man da jetzt irgendwie den Bereich, von dem wir weggeworben sind? Weil das ist ja. Guck mal hier. Oh, your head's square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. Ich lieb's. I'd just like to stand here and take in the view. Well, that came out of nowhere. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. Ich hätte wirklich nichts. Nee. Aber guck mal. Nee, du hast kein Geld. So. Da gibt's Embers. Das ist Spitleaf Greatsword. Direkt mal eine neue Waffe. Guck mal, was das. Womit skaliert das? Nein. C und E auf Strength und Agility. Nicht mehr mit Intelligence. Charakter ja von Haus aus gemacht, richtig. Ja, sonst hat die eigentlich nichts Interessantes. Ne? Hat diese neue Waffe. Hat hier Divine Blessings. Klar, ganz nett, aber auch nur eins. Und Gold Coins. Können aber Sachen verkaufen. At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the Earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. A great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god.
keep you at least until. Kann man in den DLC erst, wenn man den letzten Boss bezwungen hat? Nee. Aber du musst halt zumindest im Spiel dahin. Also behaupte ich jetzt mal, aber du musst halt dahin kommen, ne? Hast auch kein Parry hier auf dem Schild, ne? Nee, das ist das. Du kannst ja gerne ein anderes nehmen. Das ist halt das Shield of Wand. Was ich immer gerne. Tasten hier an den Pentas. Ja, vielleicht kommen wir ja nachher zur nächsten Sendung. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind wir jetzt immer einstündig mit dem Gedunkel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, hier, da ist doch Silver Knight. Ja, nimm. Ja, das hat auch kein Parry. Hast du nicht das Grass Crest Shield? Doch, irgendwo müsste das auch sein. Glaube ich zumindest. Nee. Ist halt ein bisschen schade. Das ist wirklich schlecht. Items. Was war denn das da? Was war das über dem. Über dem Spitzbuckler? Das Silver Eagle Kaichin. Ne, wenn du weißt, wo es ist, dann entweder. Ich glaube nicht, ich lege eigentlich keine Items in. In die Truhe. Da habe ich es einfach nicht. Eingesammelt. Wäre dann hier irgendwo. Wolltest wissen, ob man hier irgendwie was sieht, noch vom... Ja, ja, weil das ist ja schon Ring City, das war ja das, was da so optisch angedeutet wurde, dieses chaotische, Inception-artige... Mhm. Aber ich glaube... Auch da in der Mitte vielleicht, das über meinem Helm jetzt? Ja, das könnte... Aber das war ja doch auch eher so ein Steinpfad, so ein breiter. Ich glaube, der müsste ein bisschen auffälliger sein. So, wir müssen schon in die Werbung gehen. Aber was? Ja. Es sollte nur ein kleiner Teaser werden. Nächste Woche geht's weiter. Nein, Quatsch. Nach in der vier Werbung, Wochen geht's weiter. In vier Wochen geht's weiter. Nach der Werbung geht's weiter. Dann legen wir richtig los hier mit Knaller durchgenommen. The Ringed City. Bis gleich. So, da sind wir. Und Heureka, erste halbe Stunde gelaufen, fast, und wir sind noch nicht einmal gestorben. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Haben wir nicht ausgeknobelt, wer anfangen darf? Nö, ne? Das ist einfach so. Ist einfach entstanden. Mischung aus Hausrecht und... Ich wollte gerade hier runterspringen und direkt wieder X drücken, damit ich da langsam runtersegel wie Link. Aber das geht ja gar nicht. Also muss man doch jetzt hier runterspringen. Ja, bestimmt. Würde ich auch... Von daher bin ich wieder schuld. Kannst ja probieren. Bestimmt, das klang sehr offen. Was sollte? Wirf doch. Ist auf jeden Fall mit Energieverlust verbunden. Nee. Ah, das ist schön der Schnee wahrscheinlich. Der Asche. Das ist Asche. Nicht Schnee. Das ist Asche. Willst du. Mach keinen. Nee. Das ist Asche. Ich weiß, was hier auf dem. Vorsicht. Was? Da unten rechts. Da breitet sich jemand auf. Oh, oh. Na, ich dachte gerade, ich hätte irgendwie so eine Sehne gehört. Oh, Rutschpartie? Soll ich da runterrutschen? Ich weiß nicht. Nee. Oh. Zelda-Button gedrückt. Das war ein guter Einstieg. Ja, das kommt eben davon, wenn man parallel andere ähnliche Spiele spielt, mit anderer Joypad-Button belegen. Ja, das geht ja immer nicht. Habe ich
X gedrückt, um zum nach hinten springen. Das ist alles ein bisschen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst auch. Bin ja noch nicht so tief in Zelda drin, aber ich glaube, ich bin gespannt. Wahrscheinlich ähnliche Effekte haben. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig gerade. Oh. Ich weiß nicht, was empfohlen ist, aber ich glaube, ich bin mit 159 definitiv überpowered für das normale Spiel. Ja. Selbst die kleinen Kackviecher brauchen schon 2 Schläge. Das liegt natürlich auch an deiner dummen Inskillung. Tatsächlich finde ich es ganz interessant. Ja, sicher. Manchmal ist es ja auch schön, wenn man mal gezwungen wird, was Neues auszuprobieren. Ne? Wenn man es freiwillig schaltet, dann machen wir. Du hast ja auch das richtige Equipment. Oh. Ah. Geil. Ah, schön. Holy shit. Weißt du, genau. Kannst und jetzt kannst du mal direkt schießen. Geil. Ui. Ja. Okay, es war so klar, dass er mich da erwischt. Ja, das ist halt ein bisschen billig, den so zu machen. Ja. Ja gut, das liegt ja bei dir, ne? Ja, aber warum sollte ich den jetzt nicht so machen? Also. Ach, das war's. Das kannst du unten, nee, unten hier, genau. Ja, das ist natürlich, der zieht mega. Also ich glaube, der zieht. Den kann man halt, kann ich glaube ich mit meiner Mana Power 4-mal benutzen oder so. Oder ich? Ist der sauer, der Typ. Ach Mann, ey. Ich habe noch nie Mage gespielt, da jetzt die 2 Flaschen auch noch auswechseln und so. Das ist, ich hau den jetzt einfach so. Ich hab keinen Bock jetzt. Zack. Du willst ja auch mal zocken. Mach du was. Leute, ey. Olli, willst du es lesen? Und wenn, Alter, jetzt ist doch Boss-Gegner-Time hier schon, oder? Ne? Oh, ist das mies. Das war geil. Toll, ey. Jetzt bin ich ja ganz unten. Ich bin richtig tief gefallen. Alter, what the fuck? Was war das denn? Wo ist es? Geil. Ja. Oh, mein Herz. Du hast dich auch erschreckt. Ja, ne? Klar. Weil ich habe auch gedacht, da steht jetzt tolles Item vor dir. Leben, Colin. Du sollst dich was schämen. So. Du kannst auch X drücken. Ja. War denn das, was da eben auf mich zugeflogen ist? Mhm, also ist rechtlich noch. Vielleicht. Ist eher so ein Langsamleser, ne? Was? Ist eher so ein Langsamleser, oder? Also, ich bin, dachte man, das geht von alleine weg, ich weiß auch nicht. Das ist halt kein Zelda. Okay. Guck mal, das ist sogar Schaden gegangen. Aber das hat doch. Ich hab's nicht drauf, hat 100%, ne? Ja, ja. Oder machen aber die irgendwie noch so einen Dark-Scheiße, ne? Ja. Mhm. Also bislang waren auch wenig Gegner da zum Parryen. Vielleicht sollte man dann doch vielleicht lieber das Schild wechseln. Alter! What? Oh. Geil! Was ist das für ein Todes? Was ist denn hier eigentlich gerade Phase? Vergessen, wie anstrengend Dark Souls ist.
Aha. Das hat nicht der chillige Urlaub. Muss mehr auf die Platz. Warte, warte, stopp. Warte, da lag noch was. Geh nochmal zurück. Scharf rechts. Da. Was war's? Murky? Das war eine Scythe, irgendwie eine Sichel. Weißt du noch, was es war? Wie gesagt, ich glaube, es war Murky irgendwas. Aber das ist die. Stopp, da, jetzt in den Bereich. Das hier. Kannst du gar nicht benutzen. Ist auch schäbig. Warum kannst du es nicht benutzen? Weil ich kein Faith ist das. Genau. Quickstep. Okay. Er ist eh Murks. Verstehst du? Murks? Mhm. So. Okay. Du hast noch einen Flask. Geil. Was ist das denn? Moonlight Butterfly ist das, oder? Okay, das geht. Oh. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ach, der Moonlight Butterfly, das war schön. Da kann man lang, da kann man lang. Ja. Lightning Earl, das ist so, wenn die Game Designer sagen, ja, was haben wir schon lange nicht mehr platziert im Level? Warum hauen wir eine Lightning Earl dahin? Oh, der Sichelboy. Die können einfach überall erscheinen, ja, oder deuten die sich vorher irgendwo an? Das ist. Tja, liegt am. Ne. Okay, also da kannst du noch nicht lang, schätze ich mal. Das ist so ein bisschen. Wird man. Aber du könntest mal versuchen. Versuch doch selbst. Versuch mal, versuch dir nochmal mit einem. Mal gucken, schieß mir nochmal irgendeinen Zauberspruch in den Hintern. Mal gucken, damit man so ein Gefühl bekommt für. Wäre machbar. Ja, was könnte. Du hast natürlich auch kein Pfeil und Bogen. Doch, doch. Alles. Da hat sich ausgewählt, das stimmt. Es wird flask-technisch, aber. Aber es ist schon Halbzeit, das ist schon. Haha! Die dumme Kuh, Alter! Sehr gut. Jetzt hat sie ihr Timing geändert. Was hast du denn an Bogen? Ich habe keine Ahnung mehr. Also einen habe ich, glaube ich, ein bisschen angelevelt. Wechseln wir nochmal die Pfeile, wie ging das denn? Ich glaube jetzt L2? Ja, nee. Doch, doch. Einfach die andere R-Taste. Ich schieß den jetzt. Ja, sicher. Ja, schön. Immer man denkt, du hast alle Tricks gesehen, ne? Wieso markiert er sie denn nicht? Scheint ein bisschen zurückgewichen, ne? Durch deine. Dark Sparrow, jetzt auch noch Invasion, Alter. Das ist ja wohl nicht günstig. Das ist fucking zu weit jetzt. Wo ist der Fucker? Kommt bestimmt von da oben. Oder von da. Du
könntest natürlich jetzt auch dir die Homings Crystal Spears Dinger da nehmen und dann an dem vorbeirollen, in der Hoffnung, dass sie. Also gut, man weiß nicht, wie es dahin weitergeht, ne? Irgendeinem Schergen rumschlagen, der hier abstauben will. So kann kurz vom Ziel, ja. Ja, ich kann mich konzentrieren. Komplett weit. Was? Wenn er jetzt gleich kommt, habe ich eh keine Chance. Okay, ich zwei Pfeile noch. Ja. Jetzt nicht gierig werden. Ja. Das ist das, was ich meine mit gierig. Oh, oh. Hast du einen Heilzauber, Mr. Super Zauberboy? Nein, ich bin ja kein. Nee, nee. Du hast keinen Heilzauber. Ich glaube nicht. Nee. Ich gehe Wunder gibt's immer wieder, aber nicht bei mir. Na, komm. Der wartet schon irgendwo. Ja, der guckt sich das ganz genüsslich an und wartet, bis ich ihn platt gemacht habe, damit er mehr Seelen kriegt. Ja. Der lebt immer noch. Ach, okay. Die, Bitch! So, das war's immer jetzt noch. Einmal. Nicht? Nee, immer, das gibt's auch nicht. Nein! Nein! Ich häng an der Wand! Ich häng an der Wand! Oh mein Gott! Das ist gut. Jetzt. Und? Keine Seelen? Hallo? Was ist das denn? Der wurde einfach revived, Alter. Hast du das gesehen? Ja. Das ist ja. Das hat sich ja gelohnt. Das ist ja eine Frechheit. Okay. Das gibt es nicht. Oder ist er jetzt freundlich? Nein. Du hast mich umgebracht. Jetzt bin ich auf deiner Seite. Ich würde gerne lesen, was hier steht. Be wary of Ring. Wahrscheinlich steht da so ein scheiß Caster. In die Ecke, man will jetzt Visions of Ring. Okay. I died, so you don't have to. Ach, das hast du schön gesagt. Ja gut, es war jetzt eh eine Frage. Wenn da nicht direkt ein Bonfire gewesen wäre, wäre es jetzt eh egal gewesen. Keine Flasks mehr. Ich muss sagen, es ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ach, guck mal, sogar hier. So, warte mal. Was hast du denn jetzt wieder geändert? Kamera noch auf. Ja. Pro Amy. Sehr gewöhnungsbedürftig nach Zelda jetzt direkt Dark Souls und dann auch noch ein Int-Bild. Und dann auch noch diesen Controller mit. Ich mag einfach diese Wippen hinten nicht. Vielleicht können wir das ja nochmal ändern gleich. Hier ist hier noch einer. Ich will das auch gar nicht. Glaubst du ernsthaft? Nein. Das war wirklich pure Verzweiflung. Ja. Also was ihr nicht sehen konntet, hier sind Schubladen, auf denen steht, was drin sein soll. Xbox One davon ist drin. Nichts davon ist drin, genau. So, warum haben wir das eigentlich nicht aktiviert? Ja. Mit wir meine ich mich. Aber du hast auch nichts gesagt. So, ich nehme jetzt aber erstmal wieder hier. Wenn schon. Ich parry eh nicht, also kann ich auch mein. Wo ist es denn? Das Shield of Wand, was auch ein bisschen schwerer ist. Das ist schon mal super. Boah, muss auch sagen. Fühlt sich gerade schon wieder so ein bisschen. Das haben wir jetzt ja alles gemacht, ne? Runterfallen mussten wir, da passiert ja auch nichts. Dank der Schneeasche. Gut.
Das Schöne ist, wenn man schon so hochlevelig ist und irgendwie DLCs zockt, im Gegensatz zum Standard-Game, ist man nicht so auf die Seelen erpicht, finde ich. Also, mir ist es jetzt egal, ob wir die... Gut, es waren jetzt eh nur 7500 Seelen. Aber am Anfang, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, dann sind die Seelen natürlich auch wichtig zum Leveln und zum Kaufen und so. Aber hier ist es eigentlich primär durchkommen. Mhm. Man hat dann auch seine Farmspots und so. Also, irgendwann sind so Seelen ein bisschen... Naja. In den Hintergrund, finde ich. Du kannst jetzt natürlich nicht invaded werden, weil du keinen Ember benutzt hast. Ja, können wir natürlich machen, aber wir brauchen auch mal ein bisschen gucken, was hier so abgeht, ne? Ich sehe, wie du spielst, dann vielleicht doch besser keinen Ember benutzen. Das ist ja eine Verschwendung. Ich muss ja mal ein bisschen Zug hereinbringen. Ja. Nee. Aber, komm, wir lesen es mal der Höflichkeit halber durch. Oh, naja, gut, das hätte mich jetzt auch nicht wirklich gewarnt. Das hat mich jetzt. Haben wir das? Aber geht jetzt mal, ich gehe mal den anderen Weg jetzt an. Ja? Haben wir das Item denn jetzt überhaupt gekriegt? Was mit dem ich glaube, das ist ja mit runtergefallen. Ich würde jetzt mal sagen, ja. Wo war denn hier Kollege Kackball? Da oben, ne? Mhm. Komm, ich versuch's mal so jetzt, ja? Mutig. Ah, war schon mal direkt gut getankt. Ja, ist schon der halbe Energiebalken weg. Mhm. Dann muss ich mal gucken, was er überhaupt macht. Aber das. Der hat so eine fiese Verzögerung. Ne, der schlägt ein bisschen später. Ich weiß nicht, ob du... Konzentrier dich. Ach, dumm. Das erinnert mich ein bisschen an die... Wie hießen sie nochmal? Ja, Dark Souls 2, ne? Silent. Ah. Oder der Hinox aus Zelda. Ja, dieses... Ja, das sind die Silent Demons aus Dark Souls 1. Ja, ich meinte jetzt tatsächlich die aus... Die Turtles. Ja. Alter! Alter. Man kann aber einiges. Springt er wieder, ne? Der würde dich killen. Der würde dich one-shotten, der Sprung. Jetzt komm ich wieder in diese Zone wie du eben, wo man so sagt. Der Alte will nichts sehen. Hat lang gedauert. Titan Chunks hat sich ja gelohnt. Und was gibt's? Was gibt's? 5 Flasks sind schon weg. Und wie viel. Habe ich gerade irgendwas an Seelen bekommen? Ja, wahrscheinlich. 1000, ne? Ja. Ja, okay. Ja, 10.000. Kleinen Typen haben wir nicht so viel. Hast du gut gemacht. War aber Entbehrung. Wobei halt, ne, als Mage bietet es sich ja an, den dann auch. Ja. Aber man muss ja nicht sofort damit anfangen. Ich finde, das ist. Zeig den mal. Wir wollen die Inscription sehen. Wir haben uns ja gerade schwer erkämpft. Wo sind die Dagger denn? Aquamarine Dagger. Da. Fuck me. Crystal Blade. Aha. Ist der. Das ist eigentlich so. Ich pass mal, ob ich equippe den mal. Weil ich dann halt, weil ich ja kann. Oh, ich mag ja so schnelle Waffen. Ich mochte bei Bloodborne die Mercy. Blades of Mercy oder wie hießen die? Wie geht das mit der Magie? R2 gedrückt halten. Ja, passiert.
Mach nochmal, mach noch mal voll. Na gut, jetzt mal weiter gucken. Aber ich glaube hier, guck mal, hier war sonst auch nichts mehr zu holen, ne? Das ist alles? Das war doch, glaube ich, hier tatsächlich nur einmal hoch, um nach Items zu gucken. Gesundheit. Dieses Gebiet ist garantiert geistfrei. Ja, ich glaube. Dann ist der Typ nur da, um diesen Dolch zu bewachen. Da habe ich ja fast das Gefühl, dass der irgendeine Bedeutung noch geile, hat. Oder so. Geile Sache kann. Also sonst ist das ja ein bisschen... Warum kann sollte man sonst... Oder man kann den irgendwas Geiles farmen bei dem. Ja, oh, ich meine, gut, also man kann ja einfach, man kann's ja machen, ne? Chunks, ein sicherer Chunk-Drop ist ja nicht so schlecht, ne? Der ist jetzt auch nicht so schwer. Also. Oh, aber auch schon schwer. Ja, naja. Wenn man Flasks benutzen kann, ist ja direkt am Bonfire. Wobei man kommt gar nicht zurück zum Bonfire. Nee. So, ohne Beamen. Aber es, ich glaube, wenn das Item noch da wäre, dann würde es da liegen. Ich kann mal angucken, ob es hier noch irgendeine Alternative gibt, aber ich glaube nicht. Das ist auch geil, ne? Ja. Aber eine witzige Idee. Da musst du durch, wa? Wo war jetzt dieser... Oh. Das war doch der, der wegstürmte eben, oder? Der kam von gerade aus unten. Also aus der Mitte. Der Stürmer? Der, dieses, dieser Wurm, oder was? Ja. So. Der kam da von unten. Aber der kam doch zuerst von oben. Und dann hatte dich zweimal, den haben wir ja zweimal gesehen. Ich meine, der kam da von... Vielleicht kommt der auch nicht mehr, weil er schon kam. Das ist also so typische Souls-Gegner halt. Ach. Oder das war ein Zauberspruch von denen. Das kann es ja auch sein. Das ist übrigens... Ich weiß, ich habe schon viel... Man könnte jetzt, weißt du, was ich erstmal mache? Wo ist denn mein welcher war es denn nochmal? So. Was machst du denn jetzt? Ich nehme wieder meinen. Ach, was hast Alter, du genau der gleiche, ne? Was für einen Ring hast du jetzt angezogen? Den, naja! Was ist das denn für ein geiles... Weil ich habe es immer noch nicht drauf geachtet. War das jetzt ein Zauber? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt den Sonnenprinzessin-Ring, der weil ich es mag, diese kleinen... Ich weiß, wer hat. Was bringt der denn? Der macht ein bisschen HP. Stellt er wieder her über die Zeit. Das sind diese kleinen Futzelgeschichten, wenn man einfach sowieso so rumläuft. Okay. Ne? So. Ich kann es dir mal durchlesen. Guck, dank mir wissen wir jetzt, du kannst ja einfach runterhüpfen und das ignorieren. Ach, guck mal, da unten ist der Typ, der die beschwört. Der Beschwörer von dem Heiler. Der Heiler, genau. Okay. Das heißt, warte, guck nochmal. Ja. Theoretisch kannst du. Meinst du? Na, ich weiß nicht. Könnte der dich da treffen? Wenn du zu dem rennst und den umhaust, ich weiß nicht, ob du da sicher bist vor der... Da der hier? Rechts. Ach, du meinst den Beschwörer. Also der, genau, also es geht hinter dem Haus weiter. Ich denke, da musst du durchrennen, ehrlich gesagt, oder? Ich glaube schon, wenn du bist... Da also wer weiß, was so da noch ist, ne? Ja. Aber es gab hier rechts doch noch einen Eingang. Ja. Gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Du, mach, was du willst. Wenn du nicht das Spiel geil erforschen willst. Doch. Ich gehe mal davon aus, dass wir da gleich sowieso hinkommen. Wenn du nicht das Spiel... Genau das, was ich tue hier. Das nehme ich aber erstmal mit. Auch wenn es sich, glaube ich, kaum lohnt. So, hier, die haben wir nämlich noch nicht geöffnet. Beziehungsweise sind wir noch nicht durchgeschritten. Was habe ich diesen Scheiß? Oh. Oh, das ist auch ein Heiler und ein. Mhm. Und warte mal, da sind doch noch Viecher an den Wänden, oder? Hier, die So schnell, wie du dich drehst. Die Statuen. Alter. Das hier meinst du, jetzt kommt runtergesprungen oder was? Links. Das sind doch nur die, ja, guck doch mal. Soll ich's machen? Nee, ich glaube, das wäre schon zu geil animiert dann, wenn die da raus Viecher machen würden. Aber er macht sich eben lang. Er macht das ding, 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 dun, dun, dun. Okay. Und er heilt ihn auch. Ja, gut, ganz dann machen wir jetzt erstmal hier. Mhm. Boah. Wow. Das war gut. So. Nicht so schlecht, dieses Moonlight. Ja, das ist halt.
kick doch das Schild weg. Du weißt doch, wie es ist. Wir haben doch die schönsten Abenteuer schon damit verbracht. Oh, 3. Das war ja auch eine Statue, die man am Anfang aktivieren musste, wo das Blut dann reingeflossen ist in den Schalter. Das war sehr. Ah, das ist alles wieder in einer anderen Zeit. Das ist Soul of a Crestfallen. Ja, hier kannst du kurz pausieren. Wir müssen schon wieder Werbung machen. Oh, ich glaube, wir sind sogar am Ende. Oder nicht? Nee. Oder doch? Wir haben nur Werbung. Wir haben noch ein kleines Stückchen. Ja, jetzt machen wir kurz Werbung und dann sind wir gleich zurück mit Knallhart durchgenommen. The Ringed City. Bis gleich. Willkommen zurück bei Edmund Dantzler. Ja, wir sind weiter im DLC The Ringed City für Dark Souls 3 auf der PlayStation 4 Pro vom Colin mit seinem Charakter, einem Int-Build. Was soll man sagen? Macht Spaß. Mir macht sehr Spaß zu spielen. Ich finde den immer noch besser als der Notfallcharakter, den wir hatten mit der fetten Axt. Die hat wirklich überhaupt keinen Bock gemacht. Regie, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hört, aber wir haben hier überhaupt keine Ahnung, wie lang diese Aufzeichnung heute geht. Ist es jetzt eine einstündige Sendung oder eine zweistündige Sendung? Einstündig. Okay. Danke für die Information. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil hier diese Message, die auch ich reflexartig mit gut bewertet habe, die da irgendwie sagt, Weapon Ahead, es war ja nur eine Seele hier, ne? Soul of a Crestfallen Warrior haben wir gefunden und keine Waffe. Das klingt wieder nach so einem Geheimnis. Ist es gut bewertet, der Tipp? Ja, immerhin mit mir jetzt ins 8. Mhm. Oder sind wir wieder das Kollektiv? Oder hier ist irgendwo ein. Aber dann würde irgendwo auch stehen Secret Wall Ahead und nicht einfach so. Gut, vielleicht kommt das später. Warte mal. Hört sich das an wie so ein ganz ferner Crystal Lizard? Guck mal hoch. Meinst du, muss man runterschießen? Weiß ich nicht. Ist ja nicht bei Zelda hier. Ach komm, gehen wir erstmal um die Ecke gucken. Jetzt wahrscheinlich da hinterher. Oh, hier ist wieder. Ah, guck mal, da dürfte ich doch wahrscheinlich jetzt dahin kommen. Hm? Mhm. Du weißt, wo ich glaube, dass wir hinkommen, ne? Erstmal zu dem Heil. Butterfly-Heiler. Der Beschwörer. Ui. Oh, Alter. Das ist echt geil. Das sind die Viecher selbst, habe ich das Gefühl. Ja. So Homing-Missiles, ne? Einmal abgeschossen und dann. Ja, so Kamikaze-mäßig. Ja. Okay. Ach, schön, wenn ich das schon wieder sehe. Dann weiß man, irgendwie wird man da irgendwann, wann auch immer hinkommen zu der Seele. Ich glaube ja auf jeden Fall, es kommt noch ein Bloodborne 2. Bin ich mir echt ziemlich sicher. Naja, also irgendwas müssen die jetzt so E3 aus dem Sack lassen. Dass, ne? Dass das Bloodborne, dass sie da ein neues Franchise angefangen haben in der heutigen Zeit, was sich auch noch gut verkauft hat, so wie ich das mitgekriegt habe. Mhm. Und dann da nichts mehr zu machen, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich eigentlich auch nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die das Souls Muster, so wie sie es auch auf Bloodborne benutzt haben, was ja nun wirklich sehr Souls-like noch ist, auch selbst vom Setting her und so, dass sie das nochmal auf ein vielleicht anderes Setting übertragen. Mhm. Also was weiß ich, jetzt vielleicht nicht Science-Fiction, wäre vielleicht ein bisschen was weiß ich, Piraten, Wikinger, was weiß ich, sowas. Irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder so. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe nur, es wird
etwas okay, in dieser Art. Okay, hoffentlich ist niemand hinter mir. Hinter dir. Ja. Ich muss mal hier mal kurz mir einen Rückzugspunkt suchen, weil irgendwie respawnt hier gerade so extrem viel. Man spekuliert das. Ja, ah, okay. Aber wer spekuliert das? Captain. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Thomas in der Regie hat gerade gesagt, er hat im Reddit gelesen, es wird spekuliert, dass Bloodborne 2 Ende des Jahres angekündigt wird. Ich würde ja dann denken, was ist das denn hier für ein Land der Respawner? Entschuldigung. Müsste das ja eigentlich noch auf der E3 angekündigt werden, oder? Eigentlich schon, also das ist der klassische perfekte Zeitpunkt. Wo kommt okay, der denn her? Das war hier ein bisschen gut, vielleicht muss man hier einfach run straight through mäßig. Aber interessante Wege tun sich auf. Ja, also irgendwas muss da kommen. Also ich glaube, man weiß doch wirklich überhaupt nicht, woran die gerade arbeiten, oder? Nee. Also, aber neben Bloodborne 2, denke ich, werden die auch noch an einer weiteren IP arbeiten. Mhm. So wie ich die kenne. Das finde ich das Schöne bei FromSoft, dass die immer erst ankündigen, wenn die Spiele auch schon recht weit sind, sage ich mal. Ja, also es gibt ja dann so auch Leute, die kündigen was an und dann dauert es noch 5 Jahre. Wobei sich das ja auch schon geändert hat, aber ich warte nicht gern lang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Thimbleweed Park ist ja jetzt gerade raus, das habe ich gebackt vor über 2 Jahren. Mhm. Und das ist, wir reden hier vom Text-Adventure. Das sind dann so Sachen, ich will eigentlich hören, okay, in 3 Monaten kannst du es kaufen. Ja. Ja, die Zeit können wir uns ja echt schenken. Aber ich meine, gut, in dem Fall muss man natürlich sagen, wir haben es wahrscheinlich so, es ist halt so, ne? Ich fange nicht an zu programmieren im großen Stil, bevor das Ding nicht gebackt war. Also da war man ja tatsächlich mal Teil der dieser Vorbereitungszeit. Meistens wird man ja, genau wie du sagst, erst dann aufmerksam gemacht auf dem Spiel. Es wird erst dann revealed, wenn es wirklich vielleicht schon so weit ist. In dem Fall, das ist ja das Doofe am Becken. Typisch Offensiv-Eddy hier. Mhm, vor allem gleich 2 von den Boys, ne? Das ist natürlich schon mal ein anderes Kaliber. Ach, come on. Gut, dass da der Türrahmen war. So es gewusst hier ist. Mann, dieses langsame Fickschwert von dir. Geht mir auf den Sack. Ja, wenn ich mich da so durchschleichen würde wie du, könnte man es halt auch machen. Aber dann kommen wir in 10 Jahren nicht durch dieses Scheißspiel. Fick dich, ey. Ah, es geht schon gut los. Es geht doch schon wieder schön. Erste Folge schon wieder direkt mit der. Warum spielen wir nicht mit meinem Charakter? Ja, weiß ich doch nicht. Gescheites Waffenarsenal und nicht so ein Lappen-Intelligenz-Dude, der Zaubersprüche hat, die du aber nicht benutzt. Das regt mich schon wieder alles so auf. Eine Waffe, die eine Stunde braucht, bis sie ausgeholt hat. Leck mich am Arsch. So, guck mal. Schön, jetzt haben wir auch 30.000 Seelen verloren eben, ne? Ja, zu Recht. Das habe ich noch nicht verstanden. So. Jetzt kommt wieder Captain Gruselmann. Captain Eagle. Na klasse, 0 Seelen. Ich renne jetzt hier mal durch, vielleicht werden die gar nicht getriggert. Oh. Ja, dann kriegst du den auch noch von hinten ab. Meinst du, er findet dich jetzt nicht? Wer weiß. Kommt er? Hinter dir. Boah. Alter Verwalter, das hätte jetzt auch. Oh, ich höre doch irgendwas bumsen. Einmal mache ich so wie du. Und sofort was? Es bringt nichts. Es bringt gar nichts, außer Tod, Untergang, Unglück und Antifreude. Ich habe nicht meinen ganzen Energiebalk mit einem Schlag verloren, weil ich nicht gecheckt habe, dass hinter mir einer steht. Ich hatte sie schön vor mir. Nur geschafft. Kein Wunder, wenn du so mit dieser Steuerung spielst, kann das nichts mehr werden.
Mit der Einstellung kommst du hier in keinen Laden, echt. Woher kenne ich denn das nochmal? Du bist doch der Bruder vom Rami, oder? Ja, genau. Das muss nicht schon unbedingt der Rami sein. Ich kenne dich doch, der. Wer bist du? Ich habe den Rami Bro. Ich bin Michael Kur. Du bist Michael Kur? Ich habe den Rami trainiert. Du bist Michael Kur? Ich habe noch nie in meinem Leben Stress gemacht. Das ist eines meiner Lieblingsquotes übrigens. Fick dich, ich habe noch nie in meinem Leben Stress gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, eine der schlechtesten Lügen der Menschheitsgeschichte. Wohl dokumentiert. Ja. Ich hab noch nie in meinem Leben Stress gemacht. Fick dich. Du kannst dir natürlich auch einen Ember gönnen, ne? Wenn du. Vielleicht tut dir das ja gut, so ein bisschen mehr Bonusenergie zu haben. Ne? Das hat mir in die Achillesferse getroffen. Weißt du was, Colin? Was? Wie viel Ember hast du? Ja, 59. Ich hab 59. Ja, wirklich mal bei. Ja, gönn dir. So. Jeder soll so spielen, wie er sich wohlfühlt. Und bei dir ist dann halt ein bisschen. Muss ein bisschen mehr Watte drin sein. Ah. Was ist denn das? Also, cool auf jeden Fall. Golden Wing Crest. Spell Parry. Oh. Zaubersprüche zurückballern. Soll ich mal hier testen? Probier's. Ah, das wird bei dem nicht klappen. Nicht. Das ist aber okay. Wer weiß, das wäre natürlich mega. Ich probiere sowas. Probier's gerne. Mal. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist kein einziger. Okay, kein einziger. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Was mich jetzt interessiert, klappt das dann jetzt nur bei Zaubersprüchen oder würde das jetzt auch bei einem normalen? Das ist die Frage, ne? Das würde wahrscheinlich auch bei einem normalen Schlag geben. Er macht ja die Bewegung, oder nicht? Hm. Oder nicht? Guck doch nochmal, ob da irgendwie eine. Ich meine, typischerweise schreiben die ja detailliert hin, was es kann und was es nicht kann. Nämlich, wenn man das gar nicht erst selber rausfinden muss. Das ist ja eine Serviceleistung. Klassische From-Software. Weißt du, wir können uns doch auch einfach. Wir machen es einfach so, wie ich das auch mache. Wir nehmen dein dummes Shield of Wand. Wo ist es? Oben, links, da. So, und dann hauen wir nämlich hier einfach noch den Handschuh rein. Der hat eh weniger Blockframes. Ja. Weißt du? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Das würdevolle Finale, was wir uns alle für die erste Folge wünschen, oder wird es dann doch eine Studie in Demut? Mhm. Ja, kann man machen. Bitch! Ich muss da nur wieder reinkommen. Ich muss, die Steuerung sitzt noch nicht. Ich muss noch zu viel nachdenken über, wie trinke ich jetzt Estus, wie wechsle ich Schild. Da sind die 2 Sekunden jetzt gefehlt. Ja. Ich glaube, es auch das Problem war, das war leider, du hast dich gerade selber belohnt mit dem schönen Parry. Und das hatte ich wieder in so eine falsche Sicherheit gebracht. Und dann dachte ich, ach komm, nee, ich was musste dann die Welt, wieder aufs Schild. Ich musste dann wieder zurück aufs Schild wechseln. Und dann wollte ich unten trinken. Und der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gesehen, dass ich nach unten gedrückt habe, weil ich dachte, so trinkt er. Aber tatsächlich hat er dann die Flasks ausgewechselt, weshalb ich die Flask nochmal wechseln musste. Und das war alles insgesamt zu viel Konfusion für mein Hirn. Das war so eine Verkettung von Scheiße quasi. So kann man es auch nennen. Ärgerlich. Auch ärgerlich, dass wir schon am Ende angekommen sind in unserer ersten Folge. Aber ich verspreche euch, wir werden uns nicht duschen und die Outfit wechseln. Sondern weil wir so gut drin sind. Wir werden einfach exakt hier weitermachen. Damit wir genau in diesen Spirit kommen, werden wir exakt die gleichen Sachen anziehen beim nächsten Mal. Let's do this. Okay. Das war's mit Knallet durchgenommen für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Edmund Denzlin.